Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play YouTubers Live 2. Das Telefon klingelt, wir gehen einmal direkt ran. Hey Kopfgeburt, es geht ein großes Gerücht um. Alle reden darüber. Mantendo-Sie-Gerücht. Angeblich werden sie in der Mantendo-Konferenz am 25. während des Playcon-Festivals eine neue Konsole vorstellen, die den Videospielsektor revolutionieren wird. Aha. Es wird auch gemunkelt, dass ein paar ausgewählte Personen die Konsole während der Konferenz bekommen können. Kannst du dir vorstellen, einer der Ersten zu sein, der Videos auf der neuen Konsole hochladen kann? Du musst auf jeden Fall zu dieser Konferenz gehen. Natürlich werde ich dahin gehen. Natürlich, aber es wird nicht so einfach sein. Nur YouTuber mit Bronze-Liga-Status und höher können teilnehmen. Du kannst im YouTuber-Ranking aufsteigen, indem du Abonnenten bekommst. So, jetzt weißt du Bescheid. Du musst diese Abonnenten vor dem 25. Tag erreichen. Hol sie dir! Übrigens halte in der Stadt nach Plakaten für die Mantendo-Konferenz Ausschau und lade ein Insta-Live-Foto oder Video hoch, das dich neben dem Plakat zeigt. Ja, guter Hinweis. Auf diese Weise kannst du die Popularität des aktuellen Gerüchts ausnutzen, Mantendo-Sie-Gerücht. Jetzt sollte Teil 2 von einem Interview gehen. Ich bin sicher, du kannst es verbessern. Aha. Ich muss mal gucken, haben wir noch ein Video, was wir bearbeiten müssen? Ach ja, das, die Nummer. Da war ja was, habe ich wieder völlig verdrängt. Ne, das muss am Ende bleiben, warte mal. Naja, das ist... Ich glaube, das möchte ich nicht nehmen, das Video. So, den Bronzeliga-Status. Ich würde sagen, wir suchen erstmal ein entsprechendes Plakat. Die Frage ist nur, wo finden wir eins? Ah, wahrscheinlich wieder in der Nähe der Playcon, oder? Vielleicht auch hier auf dem Platz, da schauen wir doch mal. Nope, nicht wirklich. So, abgeschossen, 132 Abonnenten dazu bekommen, 20 Münzen und 394 Aufrufe, nett. Will ich ein Video aufnehmen oder mache ich erstmal ein Selfie? Ich glaube, ich mache erstmal ein Selfie. So. Erstmal Pose ändern. Ach, guck mal, wir können das auch so machen. Ja, da finde ich aber die Pose für doof. Ja, ich glaube, so finde ich das gut. Ja, das nehmen wir so. Wird bald die neue Konsole enthüllt? Hä, warum? Moment, warum habe ich das Gerücht nicht mit aufgenommen? Warte mal, abbrechen. Hier zeigt das doch an. Moment, ich versuch's doch mal. Machen wir es diesmal so. Ich glaube, das war wegen der Kamera. Deswegen, wir machen das mal als großes Foto. Yes, da ist der Trend. Sehr schön. Wird bald die neue Konsole enthüllt? OMG. Und wir posten das Ganze, sehr schön. 3942 Likes, da kommt doch Freude auf. So, wollen wir hier noch ein Video zu aufnehmen? Ich würde sagen, wir machen's. So, Interview. Du startest die Aufnahme und voller Energie, natürlich voller Energie kommen wir rein. Du vergisst das Skript. Hm, ein Lachkrampf. Ein What the fuck? Oder du denkst, dass es eine gute Information ist? Nein, wir machen What the fuck. So. Du schmollst und... Es ist dein schlechter Scherz. Du hast einen Lachkrampf. Nehmen wir den. Und es ist vorbei. So. Naja, immerhin 2 Sterne. Leider, boah, egal, es passt schon. Das nehmen wir so. Dann mal zurück ans Schneidebrett, hätte ich jetzt fast gesagt.
an den PC zum Schneiden. Hallöchen, Blair, grüß dich. Willst du reden? Der Junge von der AFK brennt immer darauf, mit neuen Leuten zu reden. Ich auf der anderen Seite? Nee. Ja, sag doch einfach, dass du uns nicht magst. Ist ja okay. Es muss mich ja auch nicht jeder mögen. Wer bist du? Ach, ein random Bürger. Ich glaube, ein Sturm zieht auf, die Möwen hören nicht auf zu krächzen. Aha. Das tangiert mich noch nicht einmal peripher. So, und wir schneiden das Video. Haben wir überhaupt genug Energie dafür? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Sarascha. Haben wir noch was zu essen? Gar nichts mehr, mein Gott. Was ist hier jetzt los? Boah. Mhm. Ja gut, der Iron, der hat ein bisschen mehr Reichweite. Da kann man schon verstehen, dass man 500.000 Likes bekommt. Dann müssen wir uns jetzt erstmal was zu essen kaufen. Ich finde das so hart, wie teuer hier ist, da ist am Anfang. Also ich habe gefühlt gar kein Geld, um mir überhaupt Spiele zu kaufen, weil ich alles nur fürs Essen ausgeben muss. Das finde ich heftig. Die haben gerade Ruhezeiten, also Pause gerade. Nicht gut, nicht gut. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier im Sportstudio... die waren so teuer, die Sachen, ne? Da gab es doch auch Wasser. So, 25 Energie ist aber nicht gut fürs Training. So, holen wir uns ausnahmsweise mal zwei davon. Und wir gehen zurück, denn wir haben ja noch immer noch was zu schneiden. So, derweil snacken wir uns schon mal ein Getränk. Ich weiß jetzt nicht, ob die Energie dann reicht. Ich habe die letzte Aufnahme ist wie immer ein paar Tage her, deswegen ich habe noch nicht ganz auf dem Schirm, wie viel Energie man braucht zum Schneiden. Wir versuchen es einfach. So, das schmeiße ich mal weg. Ja, es geht sehr schön. Mal gucken. Okay, da tut sich absolut nichts, wenn wir es tauschen. Dann lassen wir es einfach so. Und wir nehmen das Ganze. Und das nehmen wir als Thumbnail. So, wie nehmen wir denn den Titel? Bald eine neue Konsole geben. Nintendo Siegerücht. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir so. Und wir veröffentlichen das Ganze und hoffen natürlich auf eine gute Bewertung. Ich wollte jetzt nicht wieder einen Clickbait-Titel nehmen, das haben wir ja letztes Mal... Da sind wir ja bisher immer so ein bisschen auf die Schnauze mitgefallen, deswegen... Sehr schön. So, guck, die Abonnenten sind happy. Das finde ich doch mal super. Und der Tag ist auch schon was wiederum, mein Gott. Ach, da fällt mir ein. Aufgaben hier. Wir müssen doch mal gucken. Haben wir eine aktuelle Aufgabe? Wo war's denn? Kommission. Nichts. Schade. Ich hätte nämlich gerne Geld. Schaut's hier aus. Bei der Rangliste. Ja, immerhin. Wir haben schon 3 Leute überholt. Mit 7 veröffentlichten Videos. Schau mal, wer bist du denn? Kennt man sich schon? Na. Hey, ich bin Lucy. Ich heiße Kopfgeburt und bin neu in der Stadt. Ich verstehe. Ein kleiner Tipp, wenn du zur Elite von YouTube City gehören willst, brauchst du dringend neue Klamotten. Aha. So, jetzt überlege ich gerade, was könnten wir denn jetzt noch sinnvoll machen, obwohl wir keine Kommission haben, die wir irgendwie wahrnehmen können. Wir könnten mal schauen, ob wir noch einen günstigen... Ah, ihr habt schon wieder zu. Toll. Hallo, falls du es noch nicht wusstest, ich widme mich der Entwicklung der coolsten und originellsten Technologie in der Stadt. Ha, was sage ich da? Auf der ganzen Welt. Der Dr. Ermingaut. Lustiger Name. Du hast wahrscheinlich auch schon zu? Yes. Hä? Öffnungszeiten. Ach ja, wir haben Sonntag. Oh, ich blitzbirne.
So, wieder ein paar Abonnenten mehr, da kommt doch Freude auf. So, was könnten wir denn Schönes machen? Ich meine, uns fehlt zwar die Energie, wollen wir eine Kommentierung machen? Können wir eigentlich immer, ne? Ach, ich weiß nicht. Ich müsste dafür ja auf jeden Fall den Energy Drink nehmen. Weiß aber nicht, ob ich den dafür hergeben möchte, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann einfach sage, wir lassen den Tag jetzt gleich ausklingen. Er neigt sich eh schon langsam im Ende. Machen wir einfach mal. Wir gehen schlafen. So, Koko hat schon deutlich mehr Aufrufe. 154 Abonnenten bisher gebracht. Sehr schön. Montag, der 8. Frühling, Jahr 1. Auch an normalen Tagen können interessante Dinge passieren. So, Hashtag viel Glück, WatchCats. Okay, WatchCats geht immer noch recht gut. Das Spiel habe ich auch. Wow, Paluten, der berühmte Diamantenjäger zu Hause. Was ist das? Was bringt dich hierher? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich brauche sofort Hilfe. Ich habe meinen Freund German Let's Play verloren. Wir waren auf der Suche nach einer magischen Goldmünze, die für die Rettung von YouTube City entscheidend ist. Und auf einmal, bang, er war plötzlich verschwunden. Wurde er entführt? In YouTube City geschehen seltsame Dinge. Mein Instinkt als Diamantenjäger sagt mir, dass er die Münze vielleicht auf einem Markt für Antiquitäten und seltene Gegenstände sucht. So. Dann schauen wir auf die Karte. Wo haben wir denn hier einen Antiquitätenmarkt? Eigentlich nirgendwo, ne? Hier vielleicht? Zumindest haben wir es noch nicht entdeckt. Was für eine Herausforderung. Wie wäre es, wenn wir beim Treasure Truck nachsehen? Erst am Hafen. Ha! Guck, da haben wir doch schon die Antwort. German Let's Play ist das Gesprächsthema in YouTube City. Du solltest ihm einen Besuch abstatten. Alles klar, machen wir. Und dann machen wir direkt ein Video mit ihm. So, am Hafen. So, wo ist dieser besagte ominöse Truck? Wir gehen mal rechts Richtung Hafen. Slaters? Ach, nicht Slater. Nein, da wollte ich doch gar nicht rein. So schnell kann man sich verklicken, ihr Lieben. Kranken waren wir auch schon. Moment. Ach, das war nur die Mitte sozusagen der Map. Deswegen. Okay. Müssen wir jetzt mal schauen, wo wir denn diesen Truck hier finden. Hier ist Tag Network. Das interessiert uns nicht. Steht ihr vielleicht am Strand direkt? Also manchmal finde ich das echt hart, wie schnell die Zeit hier rast. Wir haben ja bisher jetzt gefühlt noch gar nichts gemacht heute. Da, Treasure Truck, hier ist er doch. Heute bringt die Flut viele unerwartete Kunden zum Treasure Truck. Wonach suchst du? Nach einer altmodischen Goldmünze verkaufst du sowas. Stimmt, der wollte eine Goldmünze haben. Arr, verdammt, wie schade. Ich hatte bis vor einer Sekunde eine sehr seltsame Münze. Eine goldene. Ja, aber tut mir leid, du kommst zu spät. Ein sehr seltsamer Mann mit einer weißen Maske war zuerst daran interessiert, aber arr, dann kam Gianni, dieser Hai, der alles kauft. Dann ist ihm dieser seltsame Junge gefolgt, um ihm die Münze abzunehmen. Vielleicht ist er schon bei Giannis Kleiderboutique. Alles klar, da haben wir den nächsten Hinweis. Ich muss mal kurz gucken, ist die noch hier? Nee, die war, glaube ich, hier oben, oder? Moment, hier, meine ich, da. Yes. Hast du gehört? Wir müssen... Ja, okay. Jetzt war ich zu... Ein bisschen zu langsam. Auf in die Altstadt. Zur Kleiderboutique. Hallo, was? Ah ja, es tut mir leid. Ich bin im Moment etwas abgelenkt und versuche einige Formeln für eine Erfindung zu entziffern, an der ich gerade arbeite. Ja, dann entziffer mal deine eigenen Formeln.
Viel Erfolg dabei. So, wir müssen ganz nach links. Gut, wir können schon mal hier hoch. Alles klar, dann haben wir auch mal eine kleine Gasse. Ich hoffe nur, ich komme rechtzeitig zu ihm hin. Nicht, dass es dann dunkel ist und ich kein Video machen kann. Da ist er! Oh mein Gott, das ist der bekannte YouTuber und Tower-Defense-Experte German Let's Play. Entschuldigung, ich weiß, dass du mich gesucht hast. Als ich hier ankam, habe ich Paluten sofort eine SMS geschickt und darum gebeten, mich zu treffen. Er ist bereits in der Boutique. Ich habe euch so viel zu erzählen. YouTube City ist in großer Gefahr. Dam, dam, dam. Eine Invasion von interdimensionalen Wesen, die alle Gebäude zerstören wollen, steht kurz bevor. Genau wie bei Tower Defense. Ja, so ein Zufall aber auch. Wenn wir aber die magische Münze bekommen, könnten wir eine ganze Armee von Klumpis herbeirufen, um die Stadt zu retten. Sie von Gianni stehlen, diesem reichen Ork. Wir haben einen Masterplan erstellt. Betritt die Boutique und streame ein Video. Auf diese Weise wirst du ihn ablenken. Sein Ego wird ihn glauben lassen, dass du für seinen Laden wirbst und dann werde ich die Münzen stehlen. Aha. Können wir vorher noch ein Foto mit dir machen? Machen wir mal eben. Ja, guck, das ist doch mal ein nettes Bild. Ja, nehmen wir so. Na, wen haben wir denn hier getroffen? Geil. 1,11. Zack und raus damit. Ja, guck. Wieder ein paar Likes, wunderbar. Dann auf in die Boutique und wir machen ein Video. Gut, dass wir noch nichts gemacht haben heute. Ich sehe der Gianni. Wer bist du denn? Dich kennen wir noch gar nicht, ne? Ah, egal, du bist nur eine Wache. So, dann starten wir mal einen Stream. Bereit? Oh, was muss ich jetzt machen? Du bist live. Okay, kleines Minigame hier. Es wird, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja, es wird tatsächlich schneller. Sehr schön, alle Sterne voll bekommen. Wunderbar. Glitch Streaming Übersicht. Alles klar, mit Paluten. Das nehmen wir natürlich mit. Und Applaus, Applaus. Vielen Dank für die Werbung für mein Geschäft. Das wird meine Popularität in der Stadt sicher steigern. Ja, das denkst auch nur du. Voll die Sterne hier. Nice. So, und hat's jetzt geklappt? Tut mir wirklich leid, wenn du die exklusive Kundenkarte nicht hast, kommst du nicht rein. Ah, okay, verstehe. Schauen wir kurz ins Journal. Nimm ein Video auf, um Gianni abzulegen, damit German Let's Play die Münze stehen kann. Habe ich doch schon. Er hat sich doch auch schon bedankt dafür. Reden wir mal mit Paluten. Das Video war großartig. Du bist ein Profi. Ach ja, bestimmt. Vielen Dank für die Werbung für mein Geschäft. Den Satz hatten wir doch auch schon. So. Gut, dann müssen wir jetzt wohl oder übel das Video schneiden. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Sehr schön. Dank dir habe ich die magische Münze bekommen. Hier, du hast es dir verdient, der Träger der Münze zu sein. Du wirst sie sicher gut bewachen. Danke, es wird meine Ehre sein, sie zu bewachen. Super Kopfgebot. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Während wir in der Boutique waren, habe ich mir einen neuen Plan ausgedacht. Jetzt, wo wir die magische Münze haben, müssen wir eine Armee von Klumpis herbeirufen. Für dieses Ritual ist es notwendig, von Wasser umgeben zu sein und es muss in einer sternklaren Nacht durchgeführt werden. Der Strand von YouTube City wird dafür perfekt sein. Wir werden uns auf das Ritual vorbereiten. Wir sehen uns dort. Sehr schön. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski!